Jetzt freut es mich sehr, den ersten Redner, unseren Keynote-Redner, begrüßen zu dürfen. Benedikt Würth, Ständerat und eben insbesondere auch Führer Finanzdirektors des Kantons Bern. Genau, ich denke immer ein bisschen zu stark Bern-orientiert, tut mir sehr leid. Kanton, die Folien springen, sorry. Also Benedikt Würth, er ist Ständerat, ist immer noch Ständerat vom Kanton St. Gallen, war Finanzdirektor des Kantons St. Gallen und hat eben dort auch viel Erfahrung gemacht mit öffentlich-rechtlichen Anstalten, mit dem Beschaffungswesen. Und das ist auch der Grund, wieso wir ihn angefragt haben und er freundlicherweise zugesagt hat. Er hat dort nämlich auch die politischen Interessen mit dem Beschaffungsrecht zusammenbringen müssen. Und das ist eigentlich das Spannende, was wir in seinem Vortrag hören würden. Eine Vertiefung auch in diese Überlegungen, was ist genau dieses Spannungsfeld? Und ich habe die Folien ein bisschen reingeschaut. Wir werden wirklich einige interessante Überlegungen hören. Ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag. Sie werden uns leider danach verlassen müssen, weil Sie in dem Bundeshaus eine Sitzung der WBK, der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur leiten müssen. Aber immerhin, jetzt haben wir Ihr spannendes Know-how vor Ort. Vielen Dank, dass Sie da sind und ich freue mich sehr. Vielen Dank, Herr Stürmer. Ich danke für die freundliche Einleitung, auch wenn Sie einen perspektivischen Ansatz gehabt haben. Ob man lieber Finanzdirektor von St. Gallen oder Bern ist, das lasse ich jetzt mal offen. Ich habe meine persönliche Meinung dazu. Aber lassen wir das. Ich habe den Auftrag, Sie ein bisschen einzuwärmen, quasi ein bisschen ein Big Picture zu machen über das, was die Politik gemacht hat und was im Moment läuft. Also Beschaffungsrecht ist ja nicht einfach Stillstand, es geht immer weiter. Die Parlamentarier reichen Motionen und so weiter ein. Ich auch komme darauf zu reden. Und ich möchte Sie so ein bisschen eben in die aktuellen Themen hineinführen. Wenn wir noch Zeit haben, je nachdem, ich möchte mich an die Vorgabe halten, mache ich noch einen Seitenblick auf die Lösung, wie wir sie im Kanton St. Gallen getroffen haben und steige darum rasch ein in meinen Vortrag. Also was ist wirklich neu? Diese Frage beschäftigt Sie heute und ich möchte vielleicht ein bisschen die Erwartungen auch dämpfen mit meinem Vortrag. Ich glaube, bei allen Novellen, die wir da in Bern beschließen, muss man sich, glaube ich, bewusst sein, dass der Kernbestand des Beschaffungsrechts, des öffentlichen Beschaffungswesens, wie er eigentlich in den 90er Jahren eingeführt wurde, dieser Kernbestand ist unverändert. Er ist nach wie vor der wichtige, der zentrale Kompass im Beschaffungswesen, also im Wesentlichen die vier bekannten Prinzipien, die Sie kennen, Wettbewerb, Gleichbehandlung, Transparenz, wirtschaftliche Verwendung der öffentlichen Mittel und so weiter. Dieser Kompass bleibt. Aber mit den letzten Reformen, das kennen Sie alles, wollte die Politik vor allem das Thema Nachhaltigkeit besser implementieren im Beschaffungswesen und zum anderen auch das Thema Qualitätswettbewerb. Und wenn Sie in der Politik sind, einige hier drin sicher auch, dann wissen Sie, manchmal ist man sich schnell im Allgemeinen, im Abstrakten einig. Wenn es konkret wird, wird es schon schwieriger. Und wenn die Gesetzgebung fertig ist, nach der Schlussabstimmung folgt die Praxis. Und die Frage ist ja dann immer, was passiert wirklich in der Praxis mit diesen Bestimmungen? Und darum scheint mir, das war jetzt ein bisschen schnell. Oh. Jetzt muss ich ganz zurück. Ja, jetzt bin ich, jetzt müssen Sie es mir rein. Also die Praxis ist letztlich eine Frage der Vergabekultur. Wir haben zwar im Gesetz eine Vergrößerung des Werkzeugkastens gemacht, oder neue Kriterien, eine ganze Anzahl davon, nicht abschließend. Also man kann dann auch noch in der Praxis weitere Kriterien in einer Ausschreibung einführen. Also die Stoßrichtung klar, mehr weiche Kriterien. Aber schlussendlich ist die Frage, nutzen wir wirklich auch diese, so ganz kurz antippen, dann geht es. Nutzen wir auch diese Kriterien in der Praxis? Oder
lassen wir uns in der Praxis letztlich davon leiten, möglichst beschwerdesichere Verfahren, Beschaffungen durchzuführen, was in der Tendenz natürlich mehr harte statt weiche Kriterien bedeutet. Und Sie wissen es auch, weiche Kriterien sind letztlich immer angreifbarer. Als ich vor 20 Jahren oder noch mehr, 32 war ich, die erste größere Beschaffung mit weichen Kriterien gemacht hatte, als Gemeindepräsident von Jona, beim Bau eines Fußballstadions, kann mich gut erinnern. Ich kam da, war doch irgendwie auch noch ein Frischling und sagte so, jetzt haben wir den Mut, oder, und ziehen das durch. Aber natürlich prompt, meine Leute haben gesagt, ja, das wird Beschwerden geben und so weiter. Natürlich gab es Beschwerden und es ist mühsam, oder? Klar haben wir am Schluss gewonnen, aber nur schon, auch wenn sie gewinnen, es ist mühsam, es kostet, es verzögert unter Umständen und so weiter. Und darum ist die Frage der Kultur letztlich natürlich sehr entscheidend. Dann, wenn ich zur... Das ist wirklich etwas schwierig mit diesem Ding. Kann da kaum darauf kommen. Nein. Ah. Sie sind einfach zu schnell für die... Ja, nein. Das, also, sonst müssen Sie vielleicht kurz da, das ist besser. Machen Sie den Tipper. Also die Qualität, zur Qualität. Also die, ich denke, hier haben wir ja zuerst einmal die Ausgangslage von wo kommen wir eigentlich, oder? Es heißt ja jetzt neu im Gesetz, das vorteilhafteste Angebot anstelle von wirtschaftlich günstigste Angebot. Was das wirklich bedeutet in der Praxis, werden wir sehen, oder? Bereits heute, nach bisheriger Rechtsprechung, heißt ja wirtschaftlich günstigstes Angebot, nicht per se preislich günstigstes Angebot. Von diesem Hintergrund ist diese Änderung wahrscheinlich nicht sehr relevant. Und dann, ganz wichtig, der zweite Punkt, unter Beachtung der internationalen Verpflichtungen der Schweiz. Also diese Bestimmung, es geht hier vor allem um die Preisniveauklausel, wurde in den Räten hin und her diskutiert, also das machte drei Runden. Ich glaube, die letzte Formulierung zur Preisniveauklausel wurde in der Einigungskonferenz geschaffen, wenn ich es recht im Kopf habe. Und es ist ein typischer politischer Kompromiss, oder? Jeder Mann, jede Frau wusste, wenn wir da eine scharfe Preisniveauklausel einbauen, dann verstößt das gegen internationales Recht. Und darum kam dann quasi im Gesetz selber der Vorbehalt unter Beachtung der internationalen Verpflichtungen der Schweiz. Und insofern wird sich die Frage stellen, ob diese Preisniveauklausel wirklich etwas bringen wird. Zur Qualität vielleicht drei, vier Stichworte, die in der Praxis auftauchen, die Sie auch vielleicht kennen. Allianzverträge, ein neues Thema. Also der Versuch, innerhalb der bestehenden Rechtsordnung die Planer, die Bauherren, die Ausführenden besser zusammenzubringen. Ich möchte hier nicht auf die Details eingehen, kenne das auch zu wenig, aber es gibt eine interessante Tagung auch hier in Bern, die dazu durchgeführt wird. Dann funktionale Ausschreibungen, das kennen wir eigentlich auch schon länger. Dialogverfahren, also als ich noch in der Regierung war, haben wir ein Klanghaus gebaut im Toggenburg. Da war auch die Idee, oder? Wir bauen mal ein Klanghaus, gehen in einen Dialog mit Partnerinnen, Architekten, Teams und erst nach diesem Dialogprozess folgt das Angebot. Das ist alles sehr interessant, aber auch relativ aufwendig, aber auch das haben wir eigentlich bereits. Dann Wettbewerbe und Studienaufträge natürlich, auch außerhalb des Baubereichs neu, das ist wichtig. Und die guten alten Unternehmervarianten, die nach wie vor sehr wichtig sind und bei der es eben dann am Ende auch eine Frage der Vergabekultur ist, ob die Beschaffungsbehörden hier einsteigen oder nicht. Ich bin selber im Verwaltungsrat des größten oder des Marktführers im Bereich Fassadenbau in der Schweiz. Wir arbeiten noch relativ häufig mit Unternehmervarianten, aber das ist immer ein Risiko. Wenn Sie einen guten Namen haben, können Sie das machen und versuchen, weil die Leute wissen, dass hier auch ein technologischer Mehrwert mutmaßlich kommt. Aber es ist beidseitig ein heikles
Unterfangen nach wie vor. Dann zur Preisniveauklausel. Ich habe es schon ein bisschen erwähnt, oder? Wir haben ja jetzt die Umsetzung auch in den Kantonen, Beitrittsgesetze zur interkantonalen Vereinbarung. Ich habe nicht den totalen Überblick. Ich habe gesehen, Zürich hat eine Kann-Formulierung eingebaut. Also man kann das machen. Allerdings sagen Expertinnen und Experten, man sollte dies eigentlich nicht tun, weil am Ende des Tages dann wahrscheinlich eben Beschwerden kommen. Hier werden aufgrund eben dieses internationalrechtlichen Vorbehalts, hier werden wir sicher irgendwann einen Leading Case haben und ich vermute, das wird am Ende des Tages toter Buchstabe im Gesetz sein. Auch von der praktischen Seite her frage ich mich persönlich, ob es wirklich richtig ist, quasi das Preisniveau des Landes, wo die Leistung erbracht wird. Wir leben in einer arbeitsteiligen Wirtschaft. Was bedeutet das ganz konkret, wenn man quasi die Elemente einer Kalkulation wirklich differenzieren würde, dann ist das ja letztlich nicht mehr praktikabel. Also die Frage der internationalen, die Diversität der internationalen Wertschöpfungsketten ist natürlich enorm. Von daher muss man sich bewusst sein, dass wahrscheinlich diese Preisniveauklausel eben nicht sehr relevant ist. Jetzt hätten Sie eigentlich eine vor. Genau. Schon gut. Dann kommen wir zum nächsten Chart. Darum stellt sich ein bisschen die Frage, haben wir wirklich einen Paradigmenwechsel oder ist das letztlich alter Wein in neuen Schläuchen? Und ich möchte hier einfach nochmals betonen, ich glaube, es ist letztlich die Frage in der Praxis, ob die politisch Verantwortlichen genügend Ressourcen bereitstellen für professionelle Beschaffungen, ob wir dann auch eine Vergabekultur haben, die qualitätsorientiert ist, die auch bereit ist, eben weiche Kriterien einzubauen und auch halt potenziell eher eine Beschwerde in Kauf zu nehmen. Also man kann ja irgendwo nach wie vor sagen, je mehr weiche Kriterien, je komplexer, desto angreifbarer ist letztlich auch eine Beschaffung. Dann die Frage der Nachhaltigkeit. Hier möchte ich nicht allzu tief in die Thematik eingehen, weil wir ja hier auch, also wir haben zwar Änderungen eingebaut, aber hier gibt es auch nicht einen derart großen materiellen Gap zum bestehenden Recht. Und auch hier werden wir weiterhin natürlich werden die Gerichte darauf schauen, ob es nicht zu einem versteckten Protektionismus kommt. Sie kennen die bekannten Themen, die da in der Praxis bearbeitet werden, wenn es um Serviceleistungen geht und so weiter, wo man sagt, ja gut, der Servicemonteur von Chur hat einen weiteren Weg als der von Rapperswil, ich wohne dort, oder? Aber schon vor 20 Jahren als Gemeindepräsident hatten wir diese Diskussionen. Und das irgendwie beschaffungsrechtlich einzufangen, das wird auch weiterhin nicht so einfach sein. Ist sicher jetzt mit diesen Bestimmungen etwas offensiver, aber es bleibt eine Schnittstelle zum versteckten oder zum verbotenen Protektionismus oder sprich rechtlich gesehen zur Diskriminierung. Dann möchte ich aber ein bisschen auch neue Themen beleuchten, und zwar das Thema Versorgungssicherheit, das natürlich auch einen beschaffungsrechtlichen Impact erzeugt hat. Also Corona, Ukraine müssen wir nicht länger ausführen. Der erste Punkt, Verlässlichkeit der Lieferketten als neues formales Zuschlagskriterium, das wurde überwiesen, diese Motion, öffentliches Beschaffungswesen, Sicherheit und Verlässlichkeit von Lieferketten berücksichtigen, also es ist meine Motion übrigens, das wurde überwiesen. In dieser Motion muss ich Ihnen, das wusste ich natürlich auch, ist so zumindest nicht in der Begründung, nicht im Motionstext, aber in der Begründung steckt das Stichwort inländischer Fertigungsanteil. Natürlich ist das nicht zulässig, also das wird nicht möglich sein. Aber immerhin, es ist sicher wichtig, dass dieses Kriterium in der Praxis besser berücksichtigt wird. Ich denke, man kann es auch durchaus messen, man kann es auch umsetzen, aber wie erwähnt, es gibt auch Grenzen, Stichwort inländischer Fertigungsanteil. Dann die Swissness-Bestimmungen und so weiter, die kennen Sie, die sind grundsätzlich auch möglich. Dann haben wir Diskussionen im Parlament über digitale Souveränität, eine parlamentarische
Initiative in diesem Zusammenhang, die im Moment in den Räten steckt und hin und her geht. Dann ein nächster Punkt, politische Forderung Staatsunternehmen. Ich denke, das ist auch ein neues Thema, hängt letztlich auch mit dieser ganzen neuen Großwetterlage zusammen. Sie kennen die bestehende Bestimmung Artikel 9 des BÖB. Dort ist ja definiert, wann die Übertragung einer Konzession zu einem Submissionstatbestand führt. Das ist nicht in jedem Fall so. Da gibt es bestimmte Kriterien. Das ist die Ausgangslage. Nun gibt es aber auch neue Fragen, die man überlegen muss. Sie haben die Diskussion mitbekommen über den fairen Wettbewerb gegenüber Staatsunternehmen. Also hier in Bern, das ist, darf ich sagen, das ist ja mehrfach in der Presse oder BKW, die Unternehmung wurde immer wieder angegriffen, dass sie da viel zusammenkauft etc. und so auch den Wettbewerb ein Stück weit ausschaltet. Da gibt es Motionen, die überwiesen wurden. Und natürlich stellt sich hier auch die Frage, ja, und ich kann das gut nachvollziehen, oder? Man kann natürlich auch sagen, okay, soll ich diesen Anbieter nicht gerade kaufen? Also nicht jetzt vielleicht der Kanton oder der Bund, aber die Frage stellt sich bei konzessionierten Unternehmen, Post, SBB, bevor ich da in mühsame Beschaffungsübungen hineingehe. Das sind Themen, die hier adressiert werden, auch mit dieser Motion. Und ganz neu, eine interessante Frage auch, die von einem Kollegen dem Bundesrat gestellt wurde. Ja, wie gehen wir jetzt mit diesen neuen Subventionspaketen um, die von der EU, von den USA, also Inflation Reduction Act heißt es in den USA, EU ein ähnliches Konzept. Also wie gehen wir mit diesen riesigen Paketen um, die natürlich letztlich auch den Wettbewerb verzerren, die Preiskalkulation ausländischer Anbieter verändert. Und der Bundesrat, das wurde eigentlich nie irgendwo aufgegriffen, darum erwähne ich es hier, oder? Das stand auch nie in der Presse, hat gesagt, das könne nicht berücksichtigt werden. Also der Bundesrat hat eigentlich gesagt, ja, wir müssen mit diesem verzerrten Wettbewerb leben. Dann ein weiteres Thema, das sehr wichtig ist, Dateninfrastrukturen. Die Kommission, die ich präsidiere, hat sich mit diesem Thema sehr einlässlich beschäftigt und hat eine Motion formuliert, eine Kommissionsmotion, in der der Bundesrat beauftragt wird, in einem Rahmengesetz Grundlagen zu schaffen, damit spezifische Infrastrukturen für die Sekundärnutzung von Daten in strategisch relevanten Bereichen rasch initialisiert und aufgebaut werden. Swiss Data Alliance haben Sie vielleicht auch schon gehört zu diesem Thema. Mit Ihnen haben wir da auch zusammengearbeitet. Die pushen diese Fragen auf nationaler Ebene deutlich. Und das ist sehr ein wichtiges Thema. Denken wir beispielsweise an die Energiedaten. Wir haben ja festgestellt bei der Energiekrise, in der wir ja immer noch sind, dass es schwierig ist, wirklich verlässliche Energiedaten zu erheben. Ein konkretes Thema, das im Moment in Bearbeitung ist, ist der Mobilitätsdatenraum, also die Vorlage Mobilitätsdateninfrastruktur. Und dann geht es weiter über Forschungsdaten und so weiter. Und überall, wo wir hinkommen, jetzt als Exponierte in der Wissenschaftsbildungspolitik, Digitalpolitik, stoßen wir immer mehr an dieses Thema. Und das ist ein sehr, sehr strategisch, sehr wichtiges Thema. Nun, wenn wir das jetzt auf die Beschaffungsseite umlegen, dann stellen sich aber schon auch Fragen, genügt das bestehende Beschaffungsrecht, wenn wir hier strategische Dateninfrastrukturen aufbauen wollen? Mit diesen Vorgaben im Bereich der Rahmenverträge, im Bereich der Verträge mit bestimmter Laufzeit, also 5 Jahre, wenn Sie das überlegen, wenn Sie die Komplexität nur schon jetzt bei diesem Thema Mobilitätsdateninfrastruktur sehen, dann ist das einfach schwierig, mit so kurzen Laufzeiten gute, stabile Umgebungen zu schaffen. Also hier werden wir uns schon gewisse Fragen stellen müssen. Auch seitens der Verwaltung höre ich zunehmend, war letzte Woche bei Swisstopo, dass genau hier ein echtes Problem ist, natürlich dann auch noch verbunden mit den eigentlich zu tiefen Schwellenwerten. Also wir haben hier ein weiteres Spannungsfeld, das ist ja der erste Teil meines Vortrags, das sich öffnet, das uns in Zukunft noch weiter stark beschäftigen wird. Ein paar Schlussfolgerungen, also ich glaube, Handlungsspielräume
werden zwar größer, aber die Spannungsfelder nehmen auch zu. Die Beschwerdegründe nehmen auch tendenziell zu, wenn wir diesen größeren Werkzeugkasten wirklich in der Praxis auch benutzen wollen. Professionalität ist das entscheidend in diesem Vergabeverfahren, damit verbunden eben die Vergabekultur. Und letztlich müssen wir auf neue technologische Entwicklungen auch beschaffungsrechtliche Antworten finden. Nun, jetzt habe ich noch ein paar Minuten für den Seitenblick in meinen Kanton. Also hier hat es ja viele Leute, die das wahrscheinlich noch besser kennen als ich, und auch, glaube ich, Herr Stürmer hat sich auch mit diesem Thema beschäftigt. Das war ja ein bisschen ein nationales Thema, der Fall VRSG gegen Abacus. Das Problem ganz kurz war ja, dass VRSG gesagt hat, beim Upgrade einer Finanzsoftware für die St. Galler Gemeinden handelt es sich um eine In-State-Vergabe. Klassischer Fall, der hier zu entscheiden war. Es ist eben keine In-State-Vergabe, sondern es ist so, dass VRSG im Wettbewerb ist, und darum hat natürlich Abacus die Schwachstelle erkannt und einen entsprechenden Druck aufgebaut, der letztlich dazu geführt hat, dass wir die Unternehmen Abraxas und VRSG fusionierten, dass wir auch eine andere Eignerstrategie für Abraxas erstellen mussten, dass wir aber dann auch in der Konsequenz eine neue gesetzliche Grundlage für E-Government in meinem Kanton geschaffen haben, mit dem Element einer gemeinsamen öffentlich-rechtlichen Anstalt von Kanton und Gemeinden und gleichzeitig auch ein neues Beschaffungskompetenzzentrum, das vom Baudepartement ins Finanzdepartement gewechselt hat. Das ist auch noch relevant, weil einfach Beschaffungen heißt ja nicht einfach nur Baubeschaffungen, es ist breiter, gerade eben die IT-Beschaffungen sind komplexer in vieler Hinsicht. Nun, die Ziele dieses Gesetzes, hier möchte ich vor allem den Bullet 3 erwähnen. Also wir haben es in diesem Sinne geschafft, eine gemeinsame Struktur zu schaffen zwischen Kanton und Gemeinden. Eine Struktur, die nicht nur einfach Empfehlungen abgibt, sondern die auch rechtlich in der Lage ist, gemeinsame Festlegungen von Standards zu definieren und strategische E-Government Services zu definieren. Und das ist wirklich die Innovation oder der Kern der Innovation, weil das bedeutet, dass wir eben, und das war eine rechtliche Option, Möglichkeit gemäß unserer Kantonsverfassung, wir konnten dieser Organisation, öffentlich-rechtliche Anstalt, E-Government St. Gallen, auch eine Verordnungskompetenz geben, vielleicht wenn Sie auf den nächsten Chart gehen. Und diese Verordnungskompetenz hilft natürlich extrem, weil sie dann auch durch die Organe dieser Anstalt eben diese Verbindlichkeit schaffen können. Und das bedeutet dann eins zu eins konkret in der Praxis, dass die Gemeinde XY im Gemeindeparlament oder in der Gemeindebürgerversammlung sagen kann, ja, das ist ein gemeinsam definierter Standard. Hier gilt gebundene Ausgaben, also wir sind verpflichtet, das umzusetzen. Und das hat eine sehr positive Dynamik in vielen Bereichen geschaffen. Ich habe gerade vorhin mit Herrn Frey, der hier ist, in diesen Gremien vertreten ist, seitens der Gemeinden gesprochen. Eine neue Schülerverwaltungssoftware, Schulverwaltungssoftware wird gerade jetzt ausgerollt. Schülerinnen und Schüler wandern durch die verschiedenen Stufen. Sie wandern von Gemeinde zu Gemeinde, wenn die Eltern umziehen, auch die Lehrpersonen wechseln. Und es ist so, dass bis vor kurzem eigentlich mehr oder weniger jede Gemeinde irgendetwas gemacht hat. Und hier gibt es jetzt eine staatsübergreifende Lösung für alle Gemeinden, für den Kanton. Eine Lösung, die auch im Verbund finanziert wird, notabene. Auch das ist geregelt in diesem Gesetz. Und das ist wirklich hilfreich, weil am Ende des Tages haben Sie die ganz konkrete Diskussion mit einem Schulsekretär oder mit einer Schulsekretärin einer kleinen Gemeinde, die vielleicht sagt, ja, für mich ist es eigentlich günstiger, mit einer einfachen Excel-Tabelle zu arbeiten, das funktioniert, das reicht für meine Gemeinde, aber da haben wir genau das Problem. Oder wir können nicht einfach nur solche Dinge aus dem Blickwinkel einer einzelnen Gemeinde ansehen, sondern wir müssen hier den gesamten Blick haben, und darum hat uns dieses Projekt extrem geholfen und bringt natürlich eine Dynamik in die Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden und auch eben dann konkret im Beschaffungswesen. Die
Vielleicht zum Schluss ganz kurz die Erfolgsfaktoren für dieses Projekt. Also es ist ja immer, jetzt noch ein bisschen weitergehen, voilà. Die Erfolgsfaktoren bei diesem Projekt, es ist eigentlich wie bei jedem Projekt, es braucht einen gewissen Sense of Urgency. Das hatten wir, Stichwort eben Abacus VRSG, Geodaten hatten wir ein ziemliches Malaise. Dann braucht es eine gewisse personelle Konstellation, ganz wichtig. Wir hatten bei diesem ganzen Projekt und dann auch jetzt im Gesetz selber in der Umsetzung Parität zwischen den Staatsebenen, Finanzierung nach Nutzen, auch wichtig, und eben, was ich vorhin ausgeführt habe, entscheidungsfähige Gremien, die auch per Verordnung gemeinsame Regelungen treffen können. Und was natürlich eben wichtig ist, der nächste Chart, die Einsicht, dass man letztlich Gesamtlösungen auf lange Sicht sinnvoller sind, auch wenn im Einzelfall eben irgendeine Excel-Tabelle nach wie vor funktioniert. Das ist, glaube ich, das Entscheidendste, vor allem um die Gemeinden hier auch bei diesem Projekt weiter mitzunehmen. Voilà. Also das ein kleiner Seitenblick auf die Umsetzung oder auf das Thema, das wir im Kanton, in meinem Kanton hatten. Ich freue mich, wenn Sie noch ein paar Fragen haben. Und wie erwähnt, leider kann ich nicht an Ihrer tollen Konferenz dabei sein, aber ich hoffe, dass Sie mir wenigstens die Charts der Nachrednerinnen und Nachredner noch übermitteln. Danke vielmals. Vielen Dank, Herr Würth. Sie haben sehr spannende Aspekte aufgebracht und eben auch die politischen Begründungen geliefert für viele dieser Regelungen, die heute im Gesetz stehen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, ein, zwei Fragen und dann geht's gleich weiter. Welches ist die wichtigste Frage, die wir Herrn Würth noch stellen wollen? Und die zweitwichtigste? Also Sie können dafür den Zeitplan einhalten. Gut, also wir haben ja nachher noch die Möglichkeit zu diskutieren. Ganz vielen Dank, Herr Würth, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zu uns nach Bern zu kommen in die Konferenz. Und jetzt wünschen wir Ihnen erfolgreiche Sitzung an der WBK. Ich hoffe, Sie haben da weitere wichtige Geschäfte, wie eben die Sekundärnutzung von Daten. Ja, haben wir. Danke vielmals. Vielen Dank. Merci vielmals. Danke. Applaus.